Ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute werden wir Habichtfrost malen. Genau, Habichtfrost. Und ja, los geht's. Natürlich müssen wir das erstmal vorzeichnen, damit wir es überhaupt zeichnen können. So. Also, das ist unser Umriss, den wir gerade gemacht haben. Kann man auch nicht so gut sehen. Deswegen wird jetzt gleich nochmal nachgefahren. Mit unserem Zaubertrick natürlich. Wir kennen uns ja nicht anders. Und los. Also, Leute, unsere Silhouette ist wesentlich besser zu erkennen. Wir müssen jetzt einmal die Augen machen, die erstmal entzaubern werden. Los geht's. Also, das sieht doch gut aus. So, dann müssen wir jetzt noch die Pupillen entzaubern. Los geht's. Also, Leute, erste Pupille. Zweite Pupille schneiden wir es raus. Also, Leute. Weiter geht's mit der Nase. So, Leute, die Nase wäre jetzt auch am Start. Jetzt der Mund. Und wie hat der nicht funktioniert? Weiter. Ja, Leute, der Mund sieht doch ganz gut aus. Also, ab zu den. Also, Leute. Ich weiß, es sieht ein bisschen komisch aus. Aber das wird noch viel, viel besser. Vertraut mir. Also, ab die Augen. Die Augen, die Augen. Oh yeah. Bestimmt gefällt euch der Zaubertrick mit den Augen sehr, sehr gut. Oder vielleicht sogar am besten. Auf jeden Fall, los geht's. Oh, Leute, jetzt haben wir das zweite, also die erste Farbe vom Auge hinbekommen. Aber gut, Leute, weil das jetzt so gut geklappt hat, gleich direkt bei dem nächsten Auge. Ich frage mich, warum das so gut klappt, Leute. Ich glaube, wir müssen noch eine Farbe nehmen. Ja, Leute, das sieht doch schon viel besser aus. Und jetzt wollen wir einmal das hier machen. So, Leute. Das sollte ausreichen. Und jetzt nächste Farbe, genau. Ja, Leute. Wären wir auch schon bei der nächsten Farbe des Auges. Und los geht's. So, Leute. Das hat ja super geklappt. Krass. Also, Leute. Muss jetzt nur noch verschwimmen. Ja, Leute. Gut, dann machen wir das doch gleich noch einmal. So. Okay, was ein Wunder. Warte kurz. So. Schau mir ganz tief in die Augen. Etwas. Leute, und jetzt können wir eigentlich mit den Pupillen eigentlich schon weitermachen. Genau. Und hier können wir das ganz einfach mit einem Zaubertrick machen. Tada! Warte kurz. So. Genau. Und können wir jetzt eigentlich an das andere Auge machen. So, kurz rüberrücken. Zu dem anderen Auge. Genau. Fühlt sich nicht so alleine. Und so, weitermachen. So, es hat geklappt, natürlich. Und nächste Farbe. Warte kurz. So. Und jetzt Zauber. Oh mein Gott, Leute, es hat natürlich geklappt und deswegen können wir auch eigentlich schon gleich weiter mit dem Verlaufen machen. Ja, wartet kurz. Ich würde sagen, los geht's. So, Leute, da werden wir auch schon fertig. Und was ist das ja? Das muss doch ganz schnell korrigiert werden. Na, sorry. Ja, kurz mein Geheimnis aufgelöst. Sorry. Ja, Leute, das war kein Geheimnis. Oh. Machen wir uns eine Nase. So, Leute, sie wird natürlich pink. Von dem schönen, guten Habichtfrost und los. Es hat natürlich geklappt. Warte kurz nochmal. Jetzt sieht sie besser aus. Genau. So, Leute, jetzt können wir uns eigentlich weiter an Habichtfrost selbst machen und los geht's.
Nämlich an seine Umrandung. Und die werde ich jetzt einfach hier zaubern. Genau. So, Leute. Umrandung ist fertig. Also bis jetzt sieht unser Habichtfrost doch ganz gut aus, oder? Also Leute, ja. Wirklich, er sieht sehr gut aus. Oder was sagst du, Habichtfrost? Genau. Also müssen wir einmal ein paar Details hinzufügen. Kein Problem. So, Leute, ja. Das sieht doch viel besser aus. Warte kurz. Genau. So, Leute. Das ist bis jetzt unser Habichtfrost. Er wird natürlich noch viel hübscher. Wartet kurz. Wir müssen kurz hier was hinzaubern. Ich glaube, ihr habt euch gedacht, was es sein wird. Natürlich die Sommersprossen. Okay, es sind keine. Sind nicht wirklich Sommersprossen, sollen Schnurrhaare sein. Und die zauber ich jetzt auch noch hin, oder? Soll er Schnurrhaare bekommen? Ich glaube, die würden bei mir wieder alles ruinieren. Nee, er bekommt keine Schnurrhaare. Dafür bekommt er aber einen wunderschönen Körper, den er jetzt bekommt. Los geht's. Übrigens, Leute, den schönen Langschweif, ja, der habt ihr ja nochmal eingeblendet. Haben wir ja gerade eben schon mal gemalt und, wollte ich euch nochmal so einblenden. Weiter geht's mit ihm. Leute, Bibin, ich hab meinen Zaubertrick mitgebracht. Da muss ich doch gleich protestieren. Also wirklich, natürlich. Weiter! Meine Leute, wem bringt das immer? Ey, da muss ich doch gleich protestieren. Ich will mehr. Also, hier. Ach, gut, Leute. Nur noch ein kleines Stückchen. Da unten. Das schaffen wir noch. Ja, Leute. Unser Habichtfrost. Wartet kurz, hier müssen wir noch. Das ist unser schöner Habichtfrost. Ja, hier müssen wir noch einmal notieren, so wie bei Schweif. Langschweif steht hier. Genauso viel müssen wir das auch bei unserem lieben, guten Habichtfrost hier machen. Und das machen wir jetzt auch. Also. Natürlich wieder mit Zaubertricks. Wartet kurz, der hat schon wieder nicht geklappt. Mann, der hat schon wieder nicht geklappt. Jetzt aber. Super, Leute, habe ich Trost. Jetzt müssen wir nur noch das hier machen. Blabla. So, Leute. Das ist unser schöner habe ich Trost. Also, Leute, ich würde sagen, das war's heute. Das war's heute. Oh mein Gott, Leute, wartet kurz. Das war's heute mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein kostenloses Abo und ein Like da. Und tschüss.